Hallo Leute und willkommen zu einer neuen kommentierten Schlacht hier in Rouge. Und ich übertreibe jetzt nicht mit dieser Zahl. Ich habe diese Schlacht schon 7 Mal versucht zu kommentieren. 3 Mal habe ich aus Versehen auf den erneut abspielen Button gedrückt, anstatt auf Pause. Sprich, er ist wieder auf den Anfang gesprungen, war ein bisschen blöd. Und die anderen paar Mal hat mein Aufnahmeprogramm gestreikt. Und mit Aufnahmeprogramm meine ich alle, die ich habe. Das lag daran, weil meine Festplatte so minimal voll war, aber es gibt ein Programm namens Shadowplay bei GeForce Experience, also für GeForce Grafikkarten, also von Nvidia. Und das Programm funktioniert eindeutig besser. Das Problem ist einfach folgendes, dass meine Festplatte angeblich voll ist, beziehungsweise zu voll für Fraps, obwohl ich nur 300 GB frei habe. Aber bei Shadowplay ist es einfach so, dass ein 12-Minuten-Video ungerendert 3 GB hat, vergleichsmäßig. Fraps hat da wahrscheinlich schon 40 GB verbraucht. Und mit diesem Aufnahmeprogramm läuft es auch flüssig. Und die Dateien sind wesentlich kleiner. Ich bin mal gespannt, wie klein es ist, wenn es gerendert wird. Weil wenn es wirklich viel, viel kleiner wäre, also wirklich ein Zehntel von Fraps, so wie es ja jetzt also unbearbeitet ist, dann würden von mir auch viel, viel mehr Videos kommen. Und da würde ich auch ein extra Tutorial dazu machen. Aber das hat jetzt wenig mit der kommentierten Schlacht zu tun. Ich hoffe, ich habe euch bis jetzt noch nicht zu sehr gelangweilt. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, wie die Qualität denn ist, weil es kann ja nicht sein, dass man nur ein Zehntel des Speichers hat und kein Qualitätsverlust. Vielleicht geht's auch so, ich weiß es nicht. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, wie das Ganze denn aussieht. Zu dem Sound müsst ihr nichts schreiben, den nehme ich immer noch, wie gewohnt, mit Audacity nebenher auf. So, seht ihr diesen Knopf? Der ist böse, dass ich mir irgendwann ausblende oder so. Auf jeden Fall, der Tobi und ich haben gegen den Nils Lesser, nicht zu verwechseln mit Nils, und den Sir John gespielt. Sir John hat die Briten gespielt. Nils, die Japaner. Tobi, die hier Italiener. Und ich, die Franzosen. Und wie ihr schon an meiner und Tobis Fraktion erkennen könnt, haben wir mit Random Nation gespielt. Weil weder ich freiwillig mit den Franzosen, noch Tobi freiwillig mit den Italienern spielt. Also wir haben random gespielt, so wie ich es eigentlich mache. Das finde ich ziemlich cool, das habe ich an meinem Livestream eingeführt und seitdem halten sich wirklich extrem viele Leute dran. Ich weiß noch, da habe ich gegen ein paar Abonnenten gespielt, alle random. Das fand ich irgendwie schon ziemlich cool, wenn man mal sieht, was man so ab und zu mal für eine Reichweite hat. Übrigens Livestreams, wenn die Telekom es geschafft hätte, die Leitung zu verlegen, weil sie nicht getan hat, dann wäre heute ein Livestream gekommen und nächste Woche und übernächste Woche halt so kleinere Livestreams, aber könnt ihr der Telekom verdanken, ist nicht passiert. Aber jetzt genug dazu, jetzt erstmal zu der Schlacht. Warum habe ich eine Artilleriebasis gebaut? Warum? Der Feind ist Brite, da braucht man natürlich Luftabwehr zusammen mit der befestigten Stellung, um eben die feindlichen Lufteinheiten so schnell wie möglich auszuschalten. Und natürlich eine Panzerbasis. Ich bin Franzose. Was haben die Franzosen? Panzer, genau. Gute Panzer, sehr gute Panzer, vor allem 39, feine Panzer. Ich sollte damit aufhören. Auf jeden Fall, die Panzer, die sind relativ gut und deswegen natürlich eine Panzerbasis, um eben feindliche Panzer auszuschalten, weil Bisspanzer kosten $20, sind zwar extrem langsam, machen aber auch voll viel Schaden. Auf jeden Fall habe ich hier gesehen, der Feind kommt mit Infanterie, davor habe ich es eigentlich schon gesehen, deswegen habe ich einen Magitobunker gebaut, hat ja immer einen Flammenwerfer dabei, macht aus Infanterie mal kurz geschnetzeltes und deswegen, ja, ist eigentlich recht effektiv, funktioniert bis jetzt auch. Die Feinde ziehen sich zurück und ich schicke da einfach einen Panzeraufklärer rein, um sie aufzuspähen. Währenddessen hier vorne ist lief wohl relativ lustig ab. Einmal hat ein Feind den Wald gehört, dann wieder Tobi die Stadt und dann Tobi die Stadt und dann der Wald und irgendwie, das hat sich so in 10-Sekunden-Takt gewechselt. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich rübergeguckt habe, hat die Stadt jemand anderem gehört und der Wald jemand anderem und das war ganz komisch da drüben. Aber was auch interessant war, niemand, seht ihr, jetzt wäre ich schon fast wieder auf den Knopf gekommen, niemand ist nur einmal über die Brücke gekommen. Also Tobi ist nicht einmal über die Brücke gekommen in den ersten 20 Minuten. Aber naja. Jetzt hier ein extrem cleverer Zug von dem Gegner. Ich habe hier mein Magitobunker stehen. Der hat hier seine Infanterie rumstehen. Oh mein Gott, da steht Infanterie klein. Ich kann noch näher ranzoomen. Naja, auf jeden Fall, er versucht jetzt mit der Infanterie näher ranzukommen. Und zwingt damit meinen Magitobunker zum Schießen. Der Magitobunker zerstört damit mein eigenes Nachschubdepot. Ist natürlich ziemlich nervig, zumal ich es gewusst habe, dass er das vorhat. Man einfach nichts dagegen tun kann. Ihr könnt euren Magitobunker nicht befehlen, aufhören mit Feuern oder so. Naja, auf jeden Fall, hier kommt jetzt ein feindlicher Wellington, das weiß ich inzwischen auswendig, wie erwähnt, zum 7. Mal kommentiert. Und der kann unter Umständen relativ böse werden, zumal der nur mit einem Bombenabwurf ein komplettes Nachschubdepot zerstören kann. Was natürlich ziemlich heftig ist, zum Vergleich solche Mitchells oder wie die auch immer heißen, die leichten Bomber von den Amis. Davon braucht man 4 oder 3.
Davon braucht man halt nur einen. Das Gute ist, dass ich schon ausreichend, mehr als ausreichend Luftabwehr gesorgt habe. Er versucht jetzt noch irgendwas anzugreifen, aber im Endeffekt zwinge ich ihn dann zur Flucht. Leider kann ich nicht zerstören, es wären 30 Dollar gewesen, die geschenkt gewesen wären. Aber naja, auf jeden Fall hier verfolge ich jetzt mit ein paar Einheiten, um genauer zu sein, mit einem mittleren Panzer, einem S-35 und einem Panzeraufklärer. Eine einzige Einheit Infanterie, das meine ich übrigens immer, wenn ich sage, man soll mit ganz wenig Geld den Feind nerven. Er nervt mich jetzt mit 5 Dollar und zwar extremst. Zumal seine Einheiten schneller sind, das meine. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich da jetzt die Infanterie irgendwie am Leben lasse, habe ich ein Problem. So, dann weiterhin habe ich jetzt Luftabwehr überall ein bisschen stationiert, weil ich bemerkt habe, dass die Gegner sehr, sehr gern hier rüber angreifen und weniger gern hier rüber. Weswegen hier zu schützen ziemlich wichtig ist. So, hier ist Vorspiel, sieht man, wie schnell die Infanterie ausschaltet. In der Zwischenzeit ist auch kaum was passiert. Das nächste Ereignis ist folgendes, es ist nicht unbedingt positiv, man muss dazu sagen, wir bekommen ziemlich aufs Maul in der Schlacht. Aber da will ich euch auch noch was zeigen, von wegen, man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Feindliche Luftaufklärer, sprich Basis aufgetarnt, Wellington kommt, Wellington kann ohne Probleme über das Nachschubdepot und macht das komplette Nachschubdepot kaputt. Ist natürlich nicht so schön. Gut ist, der Wellington wird abgeschossen, 30 Dollar, aber auch 40 Dollar verduscht. So, jetzt kommt hier der Feind wieder mit Infanterie, bringt ihm nicht wirklich viel, sind eigentlich so gesehen verschenkte 15 Dollar, weil ich gegen Infanterie mehr als gut gesichert bin. Das Geld hätte sich auch wirklich sparen können. Man sieht, die Panzeraufklärer, die machen wirklich nicht viel Schaden gegen Infanterie, da muss man echt aufpassen. Auf jeden Fall hier oben ist Problem, er hat hier irgendwo Aufklärer rumstehen, weswegen ich dieses Nachschubdepot nicht haben kann. Was ist auch sehr, sehr anfällig gegen Artillerie oder feindliche Bomber macht. Hier seht ihr, gehört wieder alles Tobi. Wechselt so ab und zu mal durch. Aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt hier bleibt es in verbündeter Hand. Zumindest, ich sag mal, die nächste zwei Drittel. Ja, hier kam dann der Bomber getarnt raus. Schaff's dann noch, ihn zur Flucht zu zwingen. Und auch zu zerstören, aber leider zerstört auch mein Nachschubdepot. Nicht so schön. Das sind 40 Dollar Verlust und wir sind sowieso finanziell hinten. Also, müsst ihr überlegen, sie verlieren ja auch 30 Dollar, so ist ja nicht. Und sie haben halt viel mehr Geld, weil wir nicht zu ihrer Seite rüberkommen. Das bedeutet, sie können in Ruhe alle Nachschubdepots einnehmen. Das ist natürlich für uns nicht so schön. Aber naja. Sind uns eben finanziell weit überlegen und können sich sowas auch locker leisten. Und solange sie uns mit 30 Dollar, 40 Dollar Verluste machen, haben die ja dann im Endeffekt dreimal so viel Geld in 10 Minuten. Naja, ich habe gedacht, ich kann jetzt sowieso nicht viel anfangen, baue ich eben Artillerie, weil ich komme aus meiner Basis nicht raus, Artillerie, um den Feind ein bisschen unter Druck zu setzen, weil wenn ihr mal nichts mehr tun könnt oder Feind sozusagen Schach spielt ohne Gegner, weil ihr immer nur kontern könnt, ihr könnt nichts mehr tun, was ihr wollt, ihr könnt nur kontern, dann habt ihr verloren. Dann könnt ihr ja nicht mehr euren eigenen Plan durchziehen und der Feind kann mit euch sozusagen spielen, wie er will. Und wenn ihr dann auch noch finanziell unterlegen seid und so wie ich hier vergesst, einen Zugang zu sichern, jo, dann seid ihr im Arsch. Deswegen wollte ich mich in irgendeiner Art und Weise wehren. Und wenn es nur mit einer Einheit Artillerie ist. So, das heißt, hier hatte ich hier ein Problem. Das mit dem Reden klappt heute noch gar nicht. Und zwar ein feindlicher Panzer, beziehungsweise ein paar leichte Panzer. Die gehen zwar relativ schnell kaputt, aber sie haben halt doch für 10 Dollar meine Luftabwehr zerstört. Und ich selbst habe ihm bloß 5 Dollar gezogen. Was natürlich relativ nervig ist. Und auch für den Feind sehr kosteneffizient war. Dazu zwingt er mich jetzt hier diese Front zu sichern. Was mich wiederum Geld kostet. Was er wiederum spart. Naja. Und die Elite-Infanterie hier war dringend notwendig, damit einfach meine Panzer durchkommen. Dass sie sofort ausgeschalten werden. Und mit Elite-Infanterie kann man eigentlich auch relativ gut feindliche Infanterie aufhalten. So, Trubi wird währenddessen von britischer Artillerie beschossen. Ist natürlich auch nicht das, was ich eben wünsche, weil britische Artillerie ist wirklich nicht schlecht. Nur das Gute ist eben, dass sie nicht viel Schaden anrichten kann gegen diese mittlere Panzer. Gegen das Nachschubdepot dann doch ein bisschen mehr. Aber wie lange hätten das eigentlich durch? Ich glaube, es hält sogar noch eine Weile durch. Weil der trifft eigentlich sehr selten auf die Distanz. So, Tobi muss jetzt wieder relativ viel Geld ausgeben. Ich bin da schon wieder ziemlich auf das Wort relativ. Um eben die feindliche Infanterie, beziehungsweise den feindlichen Aufklärer in seine Basis zu stoppen. Ich beschieße währenddessen den Feind so ein bisschen mit eigener, leichter Infanterie plus eben meine schwere Infanterie hier hinten. Und da sieht man gleich, das ist ziemlich praktisch. Die schwere Infanterie macht halt doch ziemlich viel Schaden. Und die hat hier einmal reingetroffen und hat dann haben eben
sind alle in Fluchtmodus sozusagen umgeschalten. Ich habe gedacht, so, jetzt greife ich an. Die können sich ja nicht mehr wehren, die fliehen ja alle. Aber es hat keine 2 Sekunden gedauert, hat der Feind schon Fanatismus draufgesetzt. Ich habe mich schnell zurückgezogen. Wobei ich damit noch ein paar Einheiten Panzeraufklärer, ein paar feindliche Einheiten ausgeschalten habe. Und auch mit Artillerie dann nochmal ein bisschen Schaden angerichtet habe. Hier kam feindliche Jagdbomber, der keine Ahnung was hätte anrichten sollen. Das Problem ist folgendes, dass die hier jetzt meine Infanterieeinheit ausgeschalten haben. Das Problem war einfach, die hatten hier irgendwo einen Aufklärer, sprich sie haben mich gesehen, ich sehe nicht, sie konnten Überfallangriffe machen. Und dazu, ich meine, 3 Einheiten Infanterie hast du gleich mal aufgebaut. Hier versuche ich jetzt mit Artillerie noch so ein bisschen was zu retten. Aber naja, es ist nicht wirklich gelungen. Meine Einheit ist draufgegangen, ich sehe, hier kommt eine riesige Armee. Ich schicke ganz, ganz schnell meine Artillerie zurück und baue hier einen Magitobunker, der einfach diese Armee hier aufhalten soll. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil hier steht jetzt zwar meine ganze Armee, sprich, hier kommt der Feind nicht durch, aber ich kann meine Armee nicht darüber ziehen. Das ist ziemlich böse. Ihr seht es auch schon, ich bin das ganze Match unter so ein bisschen unter Artilleriefeuer. Genauso wie Tobi. Nicht so schön. Auf jeden Fall, hier kommen jetzt ein paar mittlere Panzer, die sind dann schon etwas gefährlicher und das meine ich mit dieser Offensive, die jederzeit mal kommen kann. Hier sehe ich jetzt 2 Versuche, meinen Magitobunker abzufangen. Ich baue meinen Magitobunker, um eben diese 2 mittleren Panzer hier auszuschalten, um eben Tobi ein bisschen was von seiner Last abzunehmen. Das Problem ist, da waren noch ein paar übrig und diese Karo M13 sind jetzt nicht wirklich die besten Panzer. Aber immerhin habe ich jetzt mit ein paar Bisspanzer, Magitobunker und Panzeraufklärer, bloß ein bisschen Luftabwehr mal die Mitte endlich gesichert, damit es eben nicht mehr passieren kann. Naja, weiterhin schieße ich hier mit der Artillerie so ein bisschen auf den Feind, um ihn zu ärgern. Und hier wird es langsam aber sicher gefährlich. Die Karo M13 wurden ausgeschaltet. Die Artillerie hilft da auch nicht mehr viel. Aber zum Glück die Luftabwehr, ja, man glaubt es kommt, die Luftabwehr hilft. Die Luftabwehr hält die Feinde davon ab, die Panzerbasis auszuschalten, beziehungsweise hält sie nicht ab, aber verkürzt, beziehungsweise gibt Tobi etwas mehr Zeit, um Einheiten zu produzieren. Was Tobi nochmal erlaubt, 4 Karo M13 zu bauen. Beziehungsweise sogar 5. Die dann mit Hilfe von Fanatismus und der verbündeten Artillerie die feindlichen Panzer dann letztendlich doch noch ausschalten. So, da sind wir auch 42 angekommen. Bringt mir als Franzose relativ gar nichts. Ich versuche dann übrigens mit einem Panzeraufklärer plus 2 Bisspanzer hier den Wald zu säubern und ich glaube, ich muss niesen. Okay, doch nicht. Oh, es geht's, Alter. Geht's. Auf jeden Fall. Das Problem ist, die Feinde setzen da ganz schnell auf Blitz und mein Panzeraufklärer kann sich nicht schnell genug zurückziehen. Beziehungsweise kann er schon, aber da kam dann ein Jagdbomber. Und das ist natürlich relativ nervig. Die konnten den nämlich dann jetzt ausschalten, aber ich konnte mit meinem Bisspanzer zum Glück noch so ein bisschen ins Wasser reinklitschen und mich damit zurückziehen. Aber jetzt habe ich dann auch die Bisspanzer komplett da weggezogen, weil ohne Aufklärung sind die ziemlich, ich sag mal, hilflos. Jetzt haben wir das Problem, damit der Feind sich bei mir eingezeckt hat, wie so ein Virus, den kriegt man da ums Verrecken nicht raus. Da gewinnen meine Legionärseinheiten dann doch, aber die kriegt man da ums Verrecken nicht raus. Und deswegen, habe ich mich zurückgezogen. Ne, warte, hier, das Problem war folgendes. Die waren da in der Stadt und das, oh, das war so nervig. Die saßen überall. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich Infanterie meine Basis habe. Seitdem ich das Gefecht gegen Pilofas geführt habe und eigentlich kurz vorm Sieg stand und dann eine einzige Einheit Infanterie meine Basis eingenommen hat, war nicht so schön. Naja, hier schieße ich jetzt mit meiner Artillerie seine Artillerie kaputt, beziehungsweise ich schieße wenigstens mal Artillerie untauglich. Hier fange ich dann übrigens auch an, mich zu tarnen, damit er einfach überhaupt nicht sieht, was ich vorhabe. Das mag ich, wenn ich den Feind so ein bisschen verarschen kann. Die habe ich jetzt beschlossen, ja, 42, da kann man doch diese Saupanzer, oder ja, Sau 40 bauen, diese Artillerie-Panzer-Gemisch da. Plus ein bisschen Panzerabwehr. Plus ein bisschen leichte Artillerie, plus ein bisschen schwere Artillerie, plus ein bisschen Infanterie, plus ein bisschen Aufklärung. Ist eigentlich eine gute Mischung, um den Feind, der mich eigentlich die ganze Zeit nur mit Artillerie beschossen hat, mir die ganze Zeit nur Verluste hinzugefügt hat, einfach mal so ein bisschen zu überraschen, über die Mitte anzugreifen und er kann sich nicht wehren. Weil er ist ja finanziell total überlegen, er rechnet ja nicht damit, dass ich in irgendeiner Art und Weise mich noch wehren kann, geschweige denn jetzt spontan so eine Armee aufstellen kann. Mit so einer Armee hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet, hat er gedacht, dass ich hier jetzt mehr auf Artillerie setze. Was ich dann übrigens auch getan habe, hier, da kommt schon die Artillerie. Hier schicke ich jetzt eine relativ große, mächtige Armee, französische Armee. Ich wollte jetzt nicht französisch und mächtig in einem Satz verwenden, aber naja. Kommt eine relativ große Armee durch.
Der Feind schickt natürlich optimierte mittlere Panzer, bringt ihm natürlich gar nichts. Ich habe ja an Panzerabwehr gedacht. Immer an Panzerabwehr denken. Kann den Feind relativ schnell ausschalten. Bloß die Aufklärung kann nämlich eben nicht irgendwie mit Infanterie angreifen. Ihr seht's, ziemlich schnell auseinandergenommen. Luftabwehr war jetzt, ich sag mal, unausreichend. Aber naja, jetzt hatte ich hier eine Einheit Elite-Infanterie, mit der ich zusammen mit Blitz ganz, ganz schnell versucht habe, hier in die Panzerbasis reinzukommen, was dann auch funktioniert hat. Und ich konnte dann eben hier Panzer bauen. Dazu hat er sich hier zurückgezogen. Ich habe das als Chance gesehen, hier sein Nachschubdepot auszuschalten und darüber anzugreifen. Weil wenn er seine ganze Armee darüber zieht, greife ich eben hier rüber an. Dann mache ich eben hier Druck und Tobi greift währenddessen noch an. Bedeutet, ich habe hier eine Armee, die sie gut selber verteidigen kann, weil es eine Verteidigungsarmee ist. Die haben einfach Bisspanzer, die sind langsam, aber machen eben ordentlich Schaden. Plus noch Artillerie. Okay, die trägt jetzt nicht so viel zur Verteidigung bei, aber auch ein bisschen. Aber vor allem die Panzerabwehr, die reißt es dann halt raus. Und damit kann mich keine feindliche Armee angreifen. Jetzt die Luftabwehr kann mir noch, gefährlich werden, sonst aber nichts. Aber das Gute ist, Tobi konnte damit sein Karo, sind schon M15, nee, noch mit seinem Karo M13 auch durchbrechen. Und es ist eben relativ wichtig, hier einmal durchzubrechen, weil damit rechnet der Feind eben auch nicht. Und dann habe ich jetzt versucht, hier durchzukommen. Leider hatte der Feind ein bisschen mehr Infanterie als erwartet. Sehen die Offensive hier relativ schnell scheitert. Jetzt ziehe ich sie zurück. Aber hier kann die eine Einheit Artillerie plus Tobis Armee von dem einen Feind immerhin schon mal die Armee zerlegen. Und was ganz wichtig ist, die Luftwaffe. Plus eben die Aufklärer und Panzerabwehr hier können relativ schnell die feindlichen mittleren Panzer hier ausschalten. Was zur Folge hat, dass mein Gegner Nils kapituliert, weil seine Armee, er hat eingesehen, seine Armee kann hiergegen keinen Schaden mehr anrichten. Wir haben ihre Nachschubdepots zerstört und hier auch schon die Basis eingenommen. Das hat dann auch zur Folge, dass der nächste Feind kapituliert. Die hatten auch nicht mehr wirklich viel. Aber naja, es war auf jeden Fall eine relativ spannende Schlacht. Jetzt keine Massenschlacht, war mal wieder so eine kleine taktischere Schlacht. Ich werde da so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Beschweren sich ja manche beim einen. Oh, ich will mehr Massenschlacht. Oh, ich will mehr Taktik. Hier muss ich jetzt sagen, bei der Schlacht habe ich nicht wirklich viel außer die eine Offensive zum Sieg beigebracht. Beigetragen. Ich habe eigentlich eher die ganze Zeit aufs Maul bekommen. Aber naja, Flusch, der hatte ich dafür relativ wenig. Ich meine, der hat mir eigentlich nur Nachschubdepots gezogen. Aber sonst im Endeffekt eigentlich nicht mal so viel, wenn man so überlegt. Frags hatte ich dafür umso mehr. Eben diese eine Armee, die ich da durchgerückt und hat alles zerstört. Einkünfte hatten wir wiederum dann etwas weniger. Warte, nein. Ah, so geht es genau. Ja, Einkünfte hatten wir dann etwas weniger als der Feind. Aber dann doch im Endeffekt nicht mal so wenig. Wir hatten das Geld halt eher später. Und die hatten es halt am Anfang. Und ja, wenn man am Anfang wenig Geld hat, ist natürlich blöd. Wir haben es dann im Endeffekt dann trotzdem noch etwas rumgerissen. Aber naja, dann hoffe ich, dass die Schlacht euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, wie die Qualität ist. Und ja, also dann bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.